zweikampfstark, engagiert und torgefährlich. Im Pokal gegen Braunschweig überrascht Edin Terzic bei seiner Aufstellung mit diesem Stürmer. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Pokaleinsatz kommt. Aber... Ja, Youssouf hat leider mit dem Knie Probleme nach dem Unionsspiel bekommen und steht deswegen heute nicht zur Verfügung. Wird ein paar Tage ausfallen und deswegen ist heute Steffen Tigges dabei. Steffen Tigges, 6 Jahre älter als Moukoko, aber mit 22 trotzdem ein weiterer BVB-Youngster. Ja, Steffen ist der Stürmer, der uns jetzt seit 1,5 Jahren in der U23 verstärkt hat. Hat schon einige Einsatzzeiten im Training bei uns gehabt, besonders in der Lockdown-Phase. War mit uns in Marbella und macht es seit 1,5 Jahren hervorragend in der U23 und ist ein guter Spieler und er hat sich absolut verdient, heute seine Chance zu bekommen. In der Regionalliga kommt Tigges in 18 Spielen auf 12 Tore und 7 Vorlagen und wird von Terzic im Pokal ins kalte Wasser geworfen, hängt aber zunächst in der Luft. Als Mats Hummels in der 12. Minute zur Führung trifft, ist Tigges zwar erster Gratulant, hat zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen einzigen Ballkontakt. Dafür läuft er die ballführenden Braunschweiger Spieler von Beginn an gut an und macht bei Dortmunder Ballverlusten auch Wege nach hinten mit. Sein Spiel laufintensiv und engagiert. Auffällig, der 1,93 Meter-Mann setzt seine Physis gut ein. Egal ob wie hier beim Ballabschirmen, im Kopfballspiel oder in Zweikämpfen. In nahezu jeder Szene geht Tigges drauf und erarbeitet dadurch auch eine der größten Dortmunder Chancen in Hälfte 1. Eigentlich eine sichere Torvorlage im Profidebüt, aber Julian Brandt spielt den Assist-Killer. Tigges selbst agiert über weite Strecken des Spiels unauffällig, lässt die feinen Dortmunder Techniker wie Sancho, Brandt oder Reyna wirbeln, wartet auf seine Chance und sucht die Lücke. Mehrfach fehlen Tigges aber ein paar Zentimeter für den Torabschluss und bei 2 Kopfbällen auch die Präzision. Seine beste Chance hat der Linksfuß in der 85. Minute, scheitert aber im 1 gegen 1 an Keeper Fejsic. Auch wenn er am Ende an keinem der beiden Dortmunder Treffer direkt beteiligt ist, ist es ein Debüt, das sich sehen lassen kann. Es ging darum, dass er wichtig ist für die Mannschaft und das hat er herausragend gemacht. Er ist die Wege gelaufen, die er machen musste für uns. Er hat die Bälle festgemacht, er hat Bälle erobert und damit sind wir sehr, sehr zufrieden heute. Die Bilanz des BVB-Stürmers gegen Braunschweig? 5 Torabschlüsse, eine Torschussvorlage, 64% gewonnene Zweikämpfe, 82% Passquote und ein Sonderlob vom Trainer.